wird an. Lass mal so, und hier gab es noch, genau, Wolken aus, Servertexturen aus, und das war's eigentlich. Ja, jetzt nehme ich Kontakt noch 60 FPS auf, ist ganz gut so. Ja, das ist halt mein erstes Let's Play. Ich habe auch ein bisschen eine Sprachbehinderung. Nein, aber ich habe ein bisschen eine Sprachblockade und das ist, ja, das nervt mich manchmal halt. Ich gehe auf eine Realschule, ich bin nichts Hauptschulopfer. Obwohl ich in Mathe nicht der Beste bin. Ich bin in Mathe so schlecht geworden. Wir haben in Mathe lineare Funktionen, was eigentlich noch ganz okay ist. Da haben wir Bruchgleichungen, das totale Abfuck ist. Da könnt ihr mir glauben, wenn ihr einmal Bruchgleichungen habt, ihr werdet das Fach hassen. Ich hasse Mathe jetzt noch. Ich glaube, ich baue mir hier eine kleine Höhle rein. Ich bin aber nicht so schlau. Ja, auf jeden Fall ist drüben Extreme Hills Bayern. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Ich bin, ja, ich wurde vor einem Monat war das. Ja doch, das war genau ein Monat. Vor einem Monat wurde ich an der Schulter operiert, das war auch ganz witzig. Ich bin mit meinem BMX, also ich bin BMX-Skater-Motorpicker, bin ich an der Rampe gefahren. Dann, als ich rausgehen wollte, das war ganz komisch, da bin ich von meinem Fahrrad gefahren und der Lenker ist direkt auf mein Schlüsselbein. Also ihr könnt euch vorstellen, dass ich habe keine oder Gehäuse oder so, aber das hat noch nicht wehgetan. Das war ein richtiger Scheißdreck. Das ist ja besser. Ich bin Bayern. Ich bin doch scheiß Bayern. Nein, Spaß. Ich habe nichts gegen Bayern. Ich mag auch den Good Place. Den habe ich auch abonniert. Ich gucke auch seine LPs an und so. Ja, auf jeden Fall. Ich habe nichts gegen Bayern. Ich bin kein Rassist. Ich mag eigentlich alle Menschen auf dieser Welt. Solange wir nicht auf den Sack gehen. SpongeBob ganz schön in der Haut, ihr Bitches. Boah, mir fällt da ein. Wisst ihr eigentlich, wie man Mods installiert? Und wenn ja, dann schickt mir mal bitte eine PN oder einen Link oder whatever. Whatever, ihr habt gehört, whatever. Ja, weil ich kann Mods jetzt nicht installieren und das ist irgendwie voll komisch geworden seit dem seit der 1.6. Ich spiele leider auch auf der 1.6, weil ja das Minecraft SP bisschen rumspackt wieder. Ja, das ist halt ein bisschen nervig. Ah! Ja, ich mach mal zwei Betten. Ihr wisst ja, für Besuche und so. Ich werde auch bald, ich habe auch einen Kumpel, mit dem nehme ich dann auch auf. Wir werden verschiedene Let's Plays machen. Ich werde auch ein Team Fortress Let's Play machen, soweit es geht. Also Team Fortress. Und Counter-Strike Global Offensive auch noch. Das sind richtig geile Spiele. Also wer kein Counter-Strike von euch zockt, kann mich gleich wieder deabonnieren, wenn er mich abonniert hat. Etwas. Aber ich meine, ich bin mit Counter-Strike aufgewachsen und das ist ein Teil meiner Kindheit. Heul doch. Kennt ihr eigentlich solche Heulsusen, die im Unterricht weinen? Also ich habe einen Jungen in der Klasse. Nein, der war früher in meiner Klasse. Das war ein richtiges Opfer, keine Ahnung mehr, wie der hieß. Auf jeden Fall, das war so witzig, ey. Einmal hat der geheult wegen nichts, das könnt ihr mir glauben, wegen gar nichts. Das hat mich auch total, angekotzt jetzt nicht, aber das war total komisch. Und ja. Ich mag Schokokekse, ich mag Milf, ich bin so ein Milf-Hunter-Reich. Ich mag sehr viele Dinge, ich mag Dinge, die ich nicht mag, wo ich gar nicht spüre. Nein, ich habe gerade eine Sprechblockade. Ich asiatisch, ich Sprechblockade. Ihr kennt doch sicher, ja, nicht alle, aber einige von euch kennen ja bestimmt den Minecraft Donald 12. Ich glaube eigentlich, dass alle den kennen, auf jeden Fall. Gibt's ja noch den Seedhawk, mit dem er das Pokémon LP macht, ne? Und den Dalian. Und beim Seedhawk war das so witzig, der hat die Diamanten von Kurti und von Dalian versteckt gehabt. Da habe ich Dalian als Fan geschrieben. Ey, Alter, guck bei dem und dem Minecraft-Part, kriegst du mal ein Part von Suinach.
da hat er dein, da zeigt er, wo er deine Diamanten versteckt hat, ja, und dann habe ich noch extra als Kommentar bei sie geschrieben, ich sag's vorab, ich sag's Dalian trotzdem. Und dann, uncool, uncool. Nicht, dass ich jetzt so ja als Heulsuse bezeichne, aber trotzdem. Das Verhalten von dir war uncool, hey! Ja, Sui ist ein cooler Let's Player, ich mag ihn jetzt persönlich nicht so, aber er ist schon cool. Der Fabi, ich hoffe, dass ich mal mit ihm aufnehmen kann, ist ja so geil, Alter, das ist mein Idol. Ich meine, er hat zwar jetzt sehr viele inaktive Abonnenten, um genau zu sein, 70.000, das mich auch aufregt, aber er ist ein sehr cooler Mensch. Er antwortet auch auf seine PNs, nicht so wie der fucking Sui oder Kuchti oder Penis. Der Dalian, den mag ich auch gern. Ich habe dem mal einen Tag geschrieben. Also ihr wisst ja diese Tags, Superhelden-Tag, ich bin cool-Tag, Penis-Tag, bla bla bla. Und da habe ich den Tag als PN geschrieben und ja, da hat das, keine Ahnung, die Tür war falsch gesettet. Auf jeden Fall habe ich den Tag als PN geschrieben. Ich zock auch übrigens Pokémon. Ich zock halt hier nicht auf dem Kanal Pokémon, aber ich zock gerne sehr persönlich gerne Pokémon. Ich bin damit groß geworden. Ich mag jetzt zwar die neuen Teile nicht, XY und so, aber jedem das seine. Ich spiele sehr gerne eigentlich Call of Duty. Nicht mehr so, aber. Ich zocke halt sehr gerne Battlefield und ja, Battlefield ist meiner Meinung nach eins der besten Spiele überhaupt. Und ich wünsche mir sehr persönlich auch, dass... Boah, was mache ich, ey? Ich will Leiter machen. Ja, ich mag Call of Duty jetzt schon, aber... Wie soll ich sagen, es ist so eine Hassliebe. Manchmal liebe ich es, manchmal hasse ich es. Das ist... Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr was haben wollt, es dann endlich habt und dann euch denkt, oh Mann, Alter, war vielleicht doch nicht so geil, die Idee. Wisst ihr was? So ging es mir auch mit euren Müttern. ja, ich bin mal so ein Komplikator. Ein Block höher. Weil ich mich irgendwie verprügeln wollte oder so, ich bin der Straße XY in Oberschwaben, in Memmingen. Ich kann euch eigentlich auch die Straße sagen, die heißt Hans-Gurgel-Straße. Ja, ihr könnt kommen, ich fick durch. Ihr könnt mich gerne auch auf Facebook adden, ich werde meinen Facebook-Account noch in die Beschreibung packen. Dann könnt ihr auch mal mit mir reden, von wegen was für Mensch ich bin und wie gut ich doch bin und was für ein Gott ich doch bin, bla bla, mein Spaß. Ihr müsst mich jetzt nicht mit Nettigkeiten überhäufen. Ich mag es zwar, wenn jemand nett ist, aber es zu übertreiben ist auch wieder ein bisschen scheiße. Ich mach mir mal ein paar Fackeln. Ich bin ein ganz normaler Mensch wie ihr auch. Nur weil, einige sind der Meinung, Let's Player sind jetzt voll die Übermenschen, nur weil sie Let's Plays machen, coole PCs haben und aufnehmen und den Leuten Unterhaltung bieten. Das ist gar nicht so. Die sind ganz normale Menschen, wie wir auch. Wir gehen auch zur Schule, wir schreiben auch unsere Klassenarbeiten, wir schreiben auch unsere Noten, bla bla. Mensch ist Mensch. Und ich habe auch was gegen Mobber. Also wenn es jemanden gibt, der euch in der Klasse mobbt oder... Wenn ihr selber jemanden mobbt und ihr wisst es gar nicht, dann hört auf mit der Scheiße, Alter. Das ist nicht witzig. Ich wurde selber früher... Willst du mich verarschen? Ich wurde selber früher von Leuten gemobbt. Ich habe mir das dann aber nicht mehr gefallen lassen. Ich habe einfach tief Luft geholt. Und manchen Personen einfach mal die Meinung gesagt. Dann waren sie halt ein bisschen angepisst. Wollten mich auch schlagen, aber ich habe mich davon nicht... groß anreden lassen. Und wenn euch jemand schlägt, gell? Und eure Eltern und so wissen es nicht, geht direkt zum Lehrer. Jeder sagt, wenn du spitzen gehst, dann schlage ich dich noch mehr.
Aber was wollen sie machen, Alter? Ihr geht zum Lehrer, der Lehrer wird sie eh ficken. Von daher. Und ich weiß, dass meine Grammatik und alles nicht das Beste ist. Ich bin auch nicht der beste Deutsch. Und ich bin da mit der Hammel, ich bin Hoppel. Boah, was hört ihr eigentlich zu sagen? Ich höre Haftbefehl eigentlich schon öfter. Ich mag den auch, das ist ganz okay. Viele sagen jetzt, ja, mit dem Fußball, also, ich mag ihn eigentlich. Wenn ich nicht so mag, ist Kollege. Okay, Kollege ist schon cool, Punchlines und so, aber ich meine, Farid Bang ist schon besser als der. Das liegt auch daran, dass ich mich mit Farid einfach viel besser identifizieren kann. Weil Farid Bang, sure. Ich weiß nicht. Er ist ein guter Typ, mit dem ich sehr gerne mal persönlich reden würde. Wie bei dem Vibranator, der ist auch persönlich sehr cool. Der macht ja kaum eigentlich Call of Duty und so ein Scheiß, aber ich... Keine Ahnung. Ich keine Ahnung. Ich bin auch geil. Kennt ihr das, wenn ihr manchmal richtig Bock auf was habt? Das dann ist. Und dann nach einer Weile der Geschmack weggeht. Das ist richtig ekelhaft. Das hasse ich. Okay, ich hasse es jetzt nicht so wie Mobber und so, aber das ist auch wieder scheiße. Ich werde mir auch so schnell wie möglich Premium Minecraft holen. Ich werde bald mit dem Let's Play durchstarten. Ich werde versuchen, jede Woche mindestens ein Video rauszubringen. Wenn ich kein Video rausbringen werde, dann könnt ihr mich gerne per YouTube, per Facebook anschreiben, privat fragen, ey, was war los, warum hast du kein Video bringen können. Dann zeige ich euch ganz einfach einen Grund, dann ist raus. Penis. Dann beende ich auch jetzt die Aufnahme. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, dass ihr so schnell wie möglich wieder einschaltet und bis dahin haut da rein. Tschüss!